Moin Freunde, Trunks mich da, du hast eine weitere Folge Fortnite. Und wie man sehen kann, ist eben die neue Season 4 in Fortnite gestartet. Und in diesem Video wollte ich euch einfach mal den kompletten Season 4 Battle Pass vorstellen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Freunde, so sieht hier erstmal die Übersicht aus. Und Freunde, ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf Battle Pass Belohnungen. Und wir schauen uns jetzt die Seite an. Und zwar, als erstes haben wir hier ein Emoticon, so ein Herz. Sieht ganz cool aus. Dann Backpack, okay. Ja, ich glaube, das ist so ein Spider-Man-Zeichen, okay. Vielleicht ist noch ein Spider-Man-Skin hier drinne. Dann ist hier noch ein Banner, ist ganz cool. Ein Contrail mit dem Nullpunkt. Ja, also sage ich ehrlich, wäre der Nullpunkt nicht da drauf, dann würde ich das Contrail noch mehr fühlen, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Dann haben wir noch eine Waffenlackierung, ist ganz cool. Dann eine Pickaxe. Oha, die ist holographisch. Ey, die sieht cool aus, Freunde. Dann V-Bucks. Noch ein Ladebildschirm ist ganz cool. Noch ein Spray. Und hier ist der erste Skin. Ja. Ich muss sagen, den fühle ich jetzt nicht so. Deshalb gehen wir auch direkt zur Seite 2. Und hier haben wir erstmal 100 V-Bucks, wie immer. Dann haben wir hier eine Musik. Ja, fühle ich nicht so hart. Dann Backpack mit Stacheln. Oha. Sieht ganz cool aus. V-Bucks nochmal. Dann ein Gleiter. Oha. Der Gleiter, der sieht wild aus. So mit dem Silberstil, das sieht richtig nice aus. Dann Ladebildschirm, der ist ganz nice. Eine Waffenlackierung, die fühle ich nicht so. Dann hier nochmal ein Banner und ein Skin. Ja, muss ich sagen, den fühle ich eigentlich auch nicht. Und nochmal eine Pickaxe, ist auch ganz cool. So, dann sind wir hier auf Seite 3, da gibt es wieder 100 V-Bucks. Dann nochmal den Skin mit einem anderen Stil, fühle ich auch nicht so. Dann ist hier der gleiche Skin nochmal, den fühle ich auch nicht so. So, dann ist hier nochmal ein Banner, okay. Dann ein Emote. Naja, geht so. Also bis jetzt überzeugt mich der Battle Pass nicht so hart. Dann Gleiter. Okay, der Gleiter, der sieht nice aus. Würde ich auf jeden Fall öfter mal spielen. Dann haben wir hier direkt noch einen Skin, also eher gesagt einen anderen Stil, ist ganz okay. So, dann haben wir hier einen Contrail. Ja, ist ganz cool. Dann Banner. Oha, der... Alter! Also den Ladebildschirm, den fühle ich auf jeden Fall. Dann ist hier ein Banner. 100 V-Bucks, dann eine Musik. Okay. Hört sich ganz komisch an. Dann nochmal dieser Skin. Ich muss sagen, der sieht von den Stilen mit am besten aus. Aber fühle ich auch nicht so. Dann Emoji, ganz cool. Ein Gleiter. Alter, okay, der Gleiter, der überzeugt mich komplett. Dann eine Pickaxe, die überzeugt mich auch. Und ein Skin. Alter. Ey, ich muss sagen, ey, der Skin, der ist zwar breit, aber der ist richtig cool. Sehr, sehr nice. So, dann haben wir hier eine Knochenpickaxe auf der Seite 5. Dann Backpack. Okay, da ist so Katzenfutter drin, das stinkt auf jeden Fall, ekelhaft. Dann eine Lackierung, ganz cool. Dann Emoji, ist ganz cool. Dann Gleiter. Ja, auch nothing special. Dann Ladebildschirm, der sieht lustig aus. Noch ein Banner, V-Bucks. Und hier ist der Knochenkatze-Skin, das ist Muskelkater, ein bisschen dünner, sieht cool aus. Und hier ist ein Emote. Oh, okay, das ist lustig. Ey, ich muss sagen, den Emote fühle ich auf jeden Fall. Sieht cool aus. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Seite 6. Da haben wir natürlich die 100 V-Bucks. Dann Ladebildschirm, der sieht nice aus. Dann Pickaxes, die sind cool. Dann Contrail, ist auch ganz cool. Dann Backpack, so ein Hase, den fühle ich. Eine Lackierung. Dann Tanz, heb mich hoch. Ja. Ich fühle den auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Spray. Dann nochmal V-Bucks und ein Anime-Skin. Und ich muss sagen, der Skin, der überzeugt mich. Also der Skin, der gefällt mir auf jeden Fall. Ich finde, der ist eine 10 von 10 sogar. Das ist ein ziemlich geiler Skin auf jeden Fall. So, auf der Seite 7 haben wir hier erstmal einen Ladebildschirm. Dann V-Bucks, noch ein Spray dazu, ist ganz cool. Dann Paradigma als Skin, ist auch ganz okay. Dann ein Tanz. Alter, okay, der ist lustig irgendwie. Ich fühle den. Kann irgendwie so, aber ich fühle den. So, dann haben wir hier einen Gleiter. So ein Hoverboard ist cool. Dann Emoji. Ja, ganz lustig eigentlich sogar. Eine Lackierung, ein Banner. Und der Skin in einer anderen Variante. Ja, ich muss sagen, der Skin, der ist nice, Freunde. Der ist auf jeden Fall immer noch eine 10 von 10. So, auf der Seite 8 haben wir hier Muskelkater mit einem Spray. Dann ein Banner. Nochmal ein Ladebildschirm, der ist ganz lustig. Eine Pickaxe. Oha, warte mal. Okay, die Pickaxe, das könnte eine Main-Picke werden. Also, die sieht richtig cool aus. So, dann... Dings, warum ist in der Musik? Ja, hört sich cool an. V-Bucks haben wir hier. Dann Muskelkater in einem anderen Stil, ist ganz cool. Dann Gleiter. Der Gleiter gefällt mir auch, muss ich sagen.
V-Bucks haben wir nochmal und nochmal ein Skin. Ja, ist okay, Freunde. Finde ich nicht so krass. Auf der Seite 9 haben wir hier direkt einen Banner. Okay, sieht ganz cool aus. Dann 100 V-Bucks. Dann ein Contrail. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann haben wir hier nochmal einen Banner hochgefahren. Ist auch cool. Eine Lackierung. Ich muss sagen, die Lackierungen, die gefallen mir nicht so. Aber, naja. Dann nochmal ein Spray, ist ganz cool. Ladebildchen V-Bucks. Und dann haben wir hier nochmal einen weiteren Stil von der, vom Paradigma-Skin. Finde ich aber nicht so geil. Dann haben wir hier nochmal einen anderen Skin. Okay, warte, der verwandelt sich. Oha! Alter, der Emote ist krass. Oha, also den Skin finde ich nicht so geil, aber der Emote, der gefällt mir. So, und dann kommen wir jetzt... Warte, ist eine Spider-Man-Frau, okay. Das wird rasieren, Alter. Okay, erstmal haben wir hier eine Pickaxe. Ist ganz cool. Dann haben wir hier einen Banner. Nochmal ein Emoji. Ist ganz cool. Dann Backpack währenddessen. Alter, das, ey, das ist cool. Ein 100 V-Bucks, ein Spray. Ist ganz cool. Ein Gleiter. Ja, ist auch ganz cool. Dann Banner. Dann haben wir hier eine Mode. Luftakrobatik. Gefällt mir. Und jetzt, Freunde. Alter, sieht der Skin nice aus. Oh mein Gott. Digga, das ist der beste Battle Pass Skin. Digga. Ey, das wird ein Main Skin für mich. Ich sag's euch ehrlich. Der ist eine 10 von 10. Digga, sieht der krass aus. So, dann gehen wir hier auf die Belohnungen. Ja, der Skin sieht cool aus. Dann haben wir hier nochmal eine Mode. Ah, das ist ein Ikonen-Mode. Ist leider Copyright, deshalb. Naja. Dann ist hier nochmal ein Stil, das ist ganz cool. Eine Lackierung. Und nochmal der Skin. Ja, der Skin, also, gefällt mir. Dann haben wir hier nochmal so einen Skin. Style ist cool. Dann hier nochmal ein Contrail, das gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal den Anime-Skin. Oh, die Variante finde ich, glaube ich, am besten sogar. Gefällt mir. Dann haben wir hier nochmal die Spider-Man-Frau. Ja, okay, mit den Haaren fühle ich das nicht. Also die andere Variante ist auf jeden Fall cooler. Und dann haben wir hier nochmal, ja, Paradigma in einem anderen Stil. Und ja, das war auf jeden Fall der Battle Pass. Die Seiten sieht man hier nicht. Ah, Freunde, das habe ich auch vergessen. Lol. Oha, einfach eine Blütenfrau. Warte mal. Oha. Das sieht doch voll cool aus. Okay, das ist auf jeden Fall hier noch die Vorbotin als Skin. Die kann man sich aber erst in 46 Tagen freischalten. Aber naja, Freunde, das war auf jeden Fall der Battle Pass. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein und Peace.